Servus, Freunde, habe die Ehre, grüß euch. So, der eine oder andere wird sich schon fragen, warum kommen da keine Videos mehr, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Nix ist los. Beziehungsweise, was heißt nix ist los? Wir haben einen Haufen Arbeit und drum ist nichts los auf dem Kanal. Aber ich gehe mal mit euch ein bisschen ab. Ich bin in Holzerasten. Ja, es ist Sommer, der Käfer ist da wild wie Sau. Aber ich habe ganz ehrlich gesagt keine Zeit da zum Videoschneiden. Also ich habe keine Zeit zum Videoschneiden. Ich bin in Holzerasten, ich arbeite da, ich arbeite dort. Ich habe auch andere Projekte, die war jetzt nicht in Holzerasten stattfinden. Da nehme ich auch allebei fleißig auf. Die Kamera ist eingeschalten, ist eh klar. Ne? Aber ich muss sie irgendwie zusammenschneiden, dass es irgendwie konsumierbar ist für euch. Sag ich einmal, ne? Sonst macht es so keinen Spaß. Das zum Anschauen, wenn du irgendwie gefrickelt hast. Ne? Und darum, das Schneiden schaffe ich einfach nicht. Das Zusammenschneiden von den Videos, aber das Aufnehmen, Material ohne Ende. Also ich kann euch sagen, freut euch auf voll brutal geile Sachen. Wir haben sich gedacht, dieses Jahr kann dazu und so laufen, aber es ist ganz anders gelaufen. Es ist ganz anders gelaufen. So viel auch, jetzt soll ich dann in die Videos und zeige euch Sachen, die war eigentlich nicht geplant worden, aber haben wir dann doch gemacht. Aber lasst euch überraschen. So, wie gesagt, ich bin hier draußen in Holz, da bei der Hochspannungsleitung. Wir haben mehrere Fleckel, wo Hochspannungsleitung drinnen ist. Das habe ich auch schon ein Video drinnen. Das letzte Video zum Beispiel haben wir an der Hochspannungsleitung rausgeschnitten. Das ist ganz woanders, aber die Hochspannungsleitung geht da durch. Und jetzt haben wir da einen ganz anderen Fleck in Urspacher unten, wo wir Käfer rausschneiden. Ja, das macht nichts, weil die Bäume haben eh nichts. Also im Prinzip hat der Käfer da auch keinen falschen erwischt. Ne? Aber jetzt haben wir halt gezwungen, jetzt haben wir Druck. Ja, Käferdruck ist da. Ne? Mei, es ist aber immer noch überschaubar. Aber ich bin jetzt da gerade am Zusammenfahren wieder mit dem Rückenwagen wieder ordentlich kräftig. Überladen? Nein, der war nicht. Wunderbar, schaut's her, aufgeladen. Hackschnitzelware mit meinem John Deere vorne dran. Da erinnert. Ein kleines Update. Ja, haben wir auch ein paar Wasser geschnalzt. Nein, wie gesagt, an der Hochspannungsleitung haben wir mit den Umlenkrollen gearbeitet. Habe ich alles aufgenommen, Videos. Mal schauen, was übrig bleibt am Schluss. Ne? Ist alleweil so eine Sache. Ja, wenn du was aufnimmst, ist nicht unbedingt das brauchbar. Aber werden wir sehen. Ja, das ist der Straf da durch, macht nichts, weil die Hochspannungsleitung sowieso, da sollte nicht so viel wachsen, weil sonst kommen wir es wieder und schneiden es da selber raus und dann hauen sie alles zusammen. Ne? Kommt der Nussbaum, kommt der Ahorn, Rotahorn, habe ich alles aufgenommen, ich zeige es euch, Naturverjüngung, habe ich noch nie so gesehen. Also, ich sage mal so, der Wald, der hilft sich selber. Also, wir können schon dazu helfen, als Menschen, auf alle Fälle. Ja, mit Pflanzen und Zeug und wo. Aber im Endeffekt, wenn man mal auf Fleckel hinschaut, wo der Käfer ist, da kommt dann nichts Falsches mehr. Also oft habe ich reingeschaut, der Birke kommt raus, der Douglasie, Nussbaum, also en masse, Nussbaum en masse, kommt raus. Kirschbaum, was Kirschbaum austreibt, weil kein Kirschbaum nicht überall steht. Also in dem. Also was Schlechtes kommt nicht. Was Schlechtes kommt nicht raus aus dem Boden, ne, im Wald drinnen. Ich habe ganz vereinzelt Fleckel, wo wieder eine Naturverjüngung kommt. Na geil. Ja, große Fleck weiß, aber eigentlich überschaubar. Also irgendwie ist schon der Wurm drinnen mit der Fichten. Also die kommt von selber schon nicht mehr, die weiß selber. Oder? Weißt das du? Hä? Fichten? Hä? Fichten? Weißt das du? Hä? Fichten? Ja, hat sie es gehört? Sie weiß es selber. Vielleicht kommt sie in 100.000 Jahren wieder. Oder in 200.000 oder 300.000. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht gibt es uns doch schon gleich gar nicht mehr. Mal schauen. Auf alle Fälle bin ich da erinnert nur eine Zeit lang. Das ist gut für euch. Videomaterial entsteht und ihr könnt wieder was anschauen in den Herbst rein. Schlecht für mich, weil ich viel Arbeit habe. Scheißegal, mir macht Spaß
Und das ist Hauptsache. Also, ich wünsche euch noch was. Ich halte euch nicht länger auf. Ein kurzes Video wieder gewesen, ein kleines Update. Alles gut. Videos kommen demnächst. Seid gespannt. Gravierend geile Sachen. Jawohl, ich freue mich schon. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis demnächst. Der John Deere. Servus, Freund. Ich sag, habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bleibt's mal alle gesund. Jawohl.